Herzlich willkommen zu meinem monatlichen Bericht aus dem Thüringer Landtag. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr volles Plenum gehabt hier im April. Wir haben jeweils bis 22 Uhr getagt. Wir haben ganz viele Tagesordnungspunkte abgearbeitet und davon auch einige wichtige für die Region. Zum Beispiel haben wir Schulkonten eingeführt, ein Vorschlag der CDU-Fraktion, der ganz konkret für mehr Eigenverantwortung von Schule vor Ort helfen soll. So können Schulleiter in Zukunft Geld selbst abrechnen, sie können Veranstaltungen damit selbst planen, sie können für Schüler auch Aktivitäten planen und auch Anschaffungen tätigen. Das wird jetzt möglich sein, das ist ein Vorschlag der CDU-Fraktion gewesen. Ein zweiter Punkt, der uns ganz wichtig war, ist ein Antrag zum Thema Wiederaufforstung des Waldes nach den Borkenkäferschäden. Und da haben wir in einem Antrag klar geregelt, dass 15 Millionen Euro Landesgeld eingesetzt werden sollen, um Schadholzflächen wieder aufzuarbeiten. Und das trifft uns ja gerade auch bei uns am Rennsteig, wo auch viele Schäden entstanden sind und wo Wald auch Heimat bedeutet. Und da müssen wir dringend was tun. Und ein dritter Punkt, das ist mehr Transparenz im Landtag. Und da habe ich zugesprochen, weil uns das wichtig ist, gerade nach diesen Affären, die es jetzt gab, mit diesen Masken und dem Geld, was dort faktisch veruntreut worden ist, was absolut unentschuldbar ist, dass wir hier Vertrauen zurückgewinnen wollen. Und das wollen wir tun durch einen Vorschlag für ein Transparenzgesetz, ein schärferes Transparenzgesetz, wo ganz klar geregelt ist, keinerlei bezahlte Lobbytätigkeit für Abgeordnete, klare Angaben, noch klarer als bisher, zu Nebentätigkeiten, aber auch zu Beteiligungen von Firmen oder zum Beispiel auch zu Immobilienbesitz, damit man klar erkennen kann, gibt es hier Interessenkonflikte, Überschneidungen von Abgeordneten, die vielleicht für bestimmte Dinge stimmen, damit sie sich eigene Vorteile verschaffen können. Und wir wollen auch klar regeln, wie das mit Lobbyisten ist, Lobbyistenregister. Klar regeln, welche Vereine, welche Verbände kommen in den Landtag, wie werden die finanziert und wie wirkt sich das auf Gesetze aus. Das waren die wichtigsten Themen jetzt im April. Und ich freue mich auf das nächste Plenum, was wir schon im Mai haben werden mit einem Sonderplenum.